Hey Lenny, schön dich zu sehen. Mensch Mord, hast du gehört, ey, letzte Woche UFO gesichtet über Berlin. Glaubst du echt an so ein Zeug? Na du weißt doch, damals das UFO, das was wir gesehen haben. Das war Werner damals mit der Simson, weißt du noch? Und die Putis hinten drauf, alte hier im Baum. Ja, das stimmt schon, aber ich glaub fest daran, es gibt UFOs und die sollen unter uns sein. Was? Die UFOs? Nein, die Außerirdischen. Ach ja, die kleinen Aliens. Du, übrigens, Caro bekommt bald wieder einen Alien. Was? Die hatte Sex mit einem Außerirdischen? Nicht, dass ich wüsste, aber du, die bekommt bald ein Kind. Also ein Kind von einem Alien? Ach Quatsch, ein Kind von mir, Nachwuchs sozusagen. Wie du das immer schaffst. Ich meine, hey, erst Jenny und nun schon wieder ein Balk. Ist doch irre. Ja, zwischen Jenny und Julia liegen auch 14 Jahre. Ja, und was sagt Caro dazu? Gute Frage. Hab sie ja nicht gefragt, aber das würde ich schon recht sein. Da glaube ich auch, sonst wird sie ja was sagen. Und was machst du nun? Neues Kind, neue Chance? Ich sitze das aus, ey. Das mache ich genau wie bei Jenny. Die ist 15 Jahre und sie ist ja Drogenbaronin von Berlin. Stimmt. Und das ist auch irgendwie gruselig. Wenn ich ihr begegne, hat sie immer was am Laufen. Die ist mir unheimlich. Gut, dass das deine Tochter ist. Kein Ding, Alter. Du kommst auch weiterhin, ohne Schutzgeld zu zahlen, durch Berlin, ey. Aber um Werner mache ich mir echt Sorgen. Wie kommst du noch Werner? Wo ist denn der eigentlich? Der wollte Jenny den Hosenboden versohlen, weil die Kleine zu ihm gesagt hat, alter Sack. Aha, und nun ist er echt zu Jenny in den Tiergarten hin? Der ist mutig. Hey, schau mal, da kommt Jenny mit ihrem neuen Auto. Siehst du, Murat, Jenny und Werner verstehen sich. Hast du ganz umsonst Sorgen gemacht? Boah, stimmt schon, aber meinst du, es kommt gut, wenn Werner am Auspuff festgebunden ist? Naja, Jenny hat zwar noch keinen Führerschein, aber die Kurven, die nimmt sie nur mit 120. Da passt das schon. Und ich glaube, Werner, der alte Fuchs, kennt sich in solchen Situationen gut aus. Tja, Werner, da kann ich dir absolut nicht helfen. Ey, Jenny ist nun mal schon 15, die hat ihren eigenen Kopf, aber eventuell klappt's ja bei der neuen Messer. Ja, Werner, Moab kommt Nachwuchs, eventuell wird dir was besser. Und pass auf, Kurve! Autsch, Alter, das sah ja nicht gesund aus. Ey, direkt mit den Beinen vor die Laterne. Meinst du, den sehen wir heute Abend noch in der Schenke? Ich dachte, ey, du verbringst die Nacht bei Caro. Ach, ich hab das doch schon gesagt. Ich mache es wie bei Jenny. Ich sitze das aus. Ja, das ist eine klasse Idee. Da bin ich dabei. Berlin. Du bist so wunderbar.